Danke, Herr Präsident, geschätzter Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ja, ich darf noch mal eingehend darauf eingehen, was der Bericht eigentlich wirklich sagt. Der Bericht sagt eines ganz klar und deutlich. Die Kurzarbeit ist und war wirklich die wohl wichtigste Maßnahme, um eben die Beschäftigung und die Sicherung von Arbeitsplätzen zu tätigen. Das war und ist wohl die wichtigste Maßnahme, die wir hier getroffen haben. Und Die Fakten wurden schon genannt. 7,1 Milliarden Euro wurden ausbezahlt. Alleine in meinem Heimatbundesland Salzburg wurden mit einer 500 Millionen Arbeitsplätze abgesichert. Und es wurden nicht nur große Unternehmer damit unterstützt, es wurden auch sehr viele kleine damit unterstützt. Die ganzen Handwerksbetriebe wurden unterstützt, die Produktion, der Handel, die Gastronomie. Also es ist eine breite aufgestellte Masse gewesen. Und weil eine Zahl nicht genannt worden ist, es wurden 44% der Frauen Arbeitsplätze damit abgesichert. Das ist auch ein Punkt. Und auch der Tatsache, die Zahl wurde heute auch nicht genannt, die mir sehr wichtig ist, am Gipfel der Pandemie wurden über 1 Milliarde Arbeitsplätze abgesichert. Diese Zahl kann sich sehen lassen. Und da möchte ich mich auch bei der Bundesregierung bedanken, dass wir das geschafft haben. Und wenn wir uns den Bericht des WIFO auch anschauen, der auch ganz klar sagt, durch die Einführung der Kurzarbeit und durch die schnelle Einführung wurde eben der Arbeitsmarkt entlastet. Durch die österreichische Kurzarbeit, die im Vergleich zu anderen Ländern sehr großzügig ist, aber sie wurde dafür breiter aufgestellt. Und was auch klar ist, dass wir gesagt schon Klein- und Großbetriebe das in Anspruch genommen haben. Und man sieht eigentlich hier wirklich ganz klar, diese Maßnahme ist und war die wichtigste Maßnahme. Und wenn der Kollege Loacker, den ich jetzt wirklich von den NEOS auch im Ausschuss immer wieder direkt anspreche, die Meinung vertritt, dass die Kurzarbeit die Unternehmer künstlich am Leben erhalten oder dass die Kurzarbeit für seinen Geschmack nicht zielgerecht eingesetzt ist. Und was mich auch irritiert hat, war die SPÖ, der Herr Kollege Silvan, der mehr Interesse daran hat, Summen von Unternehmen zu nennen als Summen von Arbeitsplätzen. Ich bin ganz irritiert. Es geht hier um die Absicherung von Arbeitsplätzen. Und ich möchte das wirklich noch einmal erwähnen. Wir haben über 1 Milliarde Arbeitsplätze abgesichert. Und natürlich ist es jetzt mit den Abklingen der Pandemie, ist es auch klar, und da darf ich unseren Bundesminister direkt, der wird natürlich aufgrund der Abklingen der Pandemie die richtigen Schritte einleiten und eben mit den Sozialpartnern aus dieser Kurzarbeit rauszukommen. Und da darf ich mich bei Ihnen jetzt schon bedanken. Unsere Unterstützung haben Sie und auch danke dafür, dass Sie über 1 Milliarde Arbeitsplätze im Gipfel der Pandemie abgesichert haben. Danke. Michael Seemeyer aus Regnern Oberösterreich, er ist Landesparteisekretär der Produktionsgewerkschaft, ist nun an Bord.